Ich wurde von Ben getrennt. Jo, hier ist eine Gleitkrimbär. Das hat nicht funktioniert. Quizzen. So. Wir sind gerade zu laggy, wir können dich nicht verstehen. Ich komme, wo waren das, wo wir am Ende den Priest noch fast down, den Hexmeister fast down gemacht haben? Mhm. Waren die das oder war dann Druide, als sie da waren? Die waren Druide, dann bin ich doch auf den Druiden gegangen. Ja, schön. Druide, Mage, Hexmeister. Das können wir ja fast noch ein bisschen stärker vor. Dann hat er noch den Wirbel, den er in der Jacke hat. Okay, Main Problem. Warte, ich habe schon eine Idee. Mensch, wie komme ich hier raus? Nochmal Makro. Ja, wir machen jetzt Makro. So, ich habe mir gedacht, so, erstes Manko war, ich bin nicht in den Pillar gepillert. Ja? Das war das erste Manko. Jetzt die Frage, was nuke dir am besten? Priest, Mage, Hexenmeister. Ich weiß nicht, als ich das letzte Mal auf dem Hexenmeister war, davor ging das richtig gut. Er wurde halt nur ständig geheilt, aber ich konnte mal unterbrechen und so. Aber irgendwie haben mich ein Vieh erwischt und das hat alles gut gemacht. Ich glaube nur, dass es sinnvoller ist, dass einer auf dem Fuß geht. Zusätzlich. Zusätzlich? Zu einem gebessert. Wenn wir noch einen vierten Mann finden. Ich sehe nur nicht, wie wir irgendeinen auf den Priest schicken kann. Ja, ich sehe auch das Problem. Wir können nicht riskieren, einen Uncontrol zu lassen von den beiden. Wenn die. Ja, einen von beiden, der controlled uns komplett in der Mitte.
Ja, du hast noch deinen Griff auch noch zum Unterbrechen, ne? Wenn du nicht in Range bist. Ja, ich müsste dann wahrscheinlich wirklich mit auf den Mage, um ihn zu unterbrechen. Weil du mit deinem Silence nicht so oft unterbrechen kannst. No. Legion hier nochmal, das I hat ein normales neben dem Asset. Wann? Nee, das hat das erste I ist normal und das zweite ist mit dem Zirkumflex, glaube ich. Also mit dem mal. Dach. Ja, warte, ich gucke mir das nochmal genau an hier. Ja, wenn du hier bist, kann ich es direkt testen. Komm. Das kann auch woanders dann gehen. War das Mod? Doppelpunkt? Das war mit Doppelpunkt, ja. Wo hab ich's denn? Ohne Leerzeichen, Mama. Hier beim Shift vergessen. Schief, oder wie viel? Entschuldigung, trotzdem nicht wirklich. Ein Ende habe ich auch noch vergessen bei deiner. Der funktioniert immer noch nicht. Warte, ich zoome bei mir maximal ran, mit der kleinsten Auflösung, die zur Verfügung steht. Oh Mann. Für mich ist das ein Dach. Ich glaube es nicht. Ich werde auch noch einen Hupo. Die sehen immer fast wie ein Dach aus. Das ist ja nicht. Um sicher zu gehen, dass es so ist, kannst du ja slash W und dann meinen Namen eingeben. Ich bin 2. Ich bin 2, ja? Ja. Was ist das? Dach. Es funktioniert, wenn ich. Ist doch richtig, ja? Mod Shift. Target Legionnaire. Dort ist das Dach, kann ich mit Sicherheit sagen. Ich könnte mich selbst anwispern. Toll, wie weird ist das geht. Warum kann ich dich nicht mehr dispellen? Ah, vielleicht weil du nicht mehr Chaos bist. Schick mir mal das andere Addon, wie es Marco, wie du es im Moment hast.
Ist ja auch nichts, ne? So, wenn ich das mag. So in kann ich erstmal nichts machen. So, ja. Weil am Puis wirst du nicht lange dran sein, das ist das Problem. Weil ich dann der Hexenmeister immer 4 hin. Selbst wenn wird er immer zu uns wahrscheinlich hinter einer Säule stehen und die anderen mit ihm. Also haben wir kein zweites Nuke Target. Ja, ah, ich glaube, der kommt einfach nicht genug Damage drauf. Klar ist das Druck für ihn, wenn jemand auf ihm ist. Aber es ist auch Druck, immer wenn er um die Ecke kommt, gesilenced zu sein. Und wir haben ja alles auf Range. Lass das mal ausführen. Was mich ein bisschen ärgert, dass die Gegner für uns in einer ziemlich guten Position standen. Mit dieser Lockenstarrung. Ja, das ist richtig. Aber ich stand auch in einer crappy Position. Für uns. Gib mal Leadership. Oh Gott. Warte noch. Gotcha. Tricky, ja? Schon eine tricky Combo. Mitunter eigentlich, glaube ich, die schlimmste Combo. Die sind alle so tanklastig, sag ich mal. Und Scooby. Zusammen können wir eine Chance haben gegen den Mage. Let's hope the best. Ich frage mich, wie das ist mit dem Druiden-Healer an der ihre Stelle, der dann noch wirbeln kann. Ist das dann unser Tod? Ich frage mich, ob das nicht vielleicht die Combo ist. Ja, aber jeder sind spambaren CCer, ne? Durch ein paar extra Sachen. Ja, wir müssen dran arbeiten und das herausfinden. Also. Oh, danke. Oh, Krieger, ne? Würde ich auch sagen.
Krieger so im Feld. Ja, jo. Ups. Ich mach Schild hinten. Ach, scheiße. Mein Fehler. Ping. Wir waren bis da. Schade, schade, schade. Oh, mein zweites Mal. Wie war es da passiert? Ich guck gerade im Combat Log. Und du hattest den Ball und ich glaube dein Eisblock. Jo, den habe ich dann weggemacht, weil ich die Bubble gesehen habe. Das fällt auch nicht unbedingt so gut bei 1000 HP oder so. Weil ab und zu gibt's ja doch Mana. Dadurch, wie es gestorben sei. Ich irgendwie irgendeinen Schuss. Ne. Der Krieger hat mich tatsächlich genug. Er hat einen Shattering Throw durchbekommen. Oh. Okay. Ich frage mich, ob die Shattering Throw beides wegmacht. In der Beschreibung steht Removing any invulnerabilities. Ja, damit können auch gemeint sein, dass alle. Alle gemeint sind, ne? Ja.
Der andere ist ein Feral-Druide. Ich denke auf den Krieger. Weiß ich nicht, dieses Ding, um die Bubble wegzumachen. War crappy. Der Resto hat auch nichts abgekriegt. Fuck. Wie kriegt man das unter Kontrolle? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann schlecht einschätzen, was ein Mage normalerweise macht. Ja, ich sag dir mal, was ich gemacht habe. Als der Krieger auf mich gecharged ist, habe ich weggeblinzelt, ne? Oder bin ich weggeblinzelt? Ja. Dann hatte er seinen Sprung benutzt und musste daraus haben, bis wieder blinzeln konnte. Dann war wieder sein Charge ready. Und zwischendurch hat der Druide sein verlangsamen Ding durchgezogen. Und das war der Moment, wo ich dann Eisblock gegangen bin. Keine Frostnovas oder sowas durchkriegt? Na, die ganze Zeit zwischendurch halt trotzdem. Na ja, gut. Die ganze Zeit, ja. Ne? Bei einem Kampf dann nicht mehr 2 Minuten nehmen. Relativ. Und ja, der. Ich weiß nicht, wie der Feral rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber der Krieger hatte halt sein Drehding gemacht, als Blinzeln auf Cooldown war. Benutzt man da Blinzeln sofort, wenn er charge? Yep. Das ist wie mit dem Schattenschritt vom Rogue. Und die Bubble hat er dann weggemacht? Ja.
bin den Krieger wieder so weit schon down. Mich ob Druide wirklich über Resto ist wegen dem Wirbel. Druide über Resto? Über Holy Baller. Hat der Wirbel muss gecastet werden. Ich hätte halt 7 Sekunden, mein Stun 6. Kann zweimal nachziehen. Ob man das als Healer jemals irgendwie überhaupt sinnvoll einsetzt, kann das hier fallen. Und man kann es nicht aufs Nuke-Target machen. Hat andere Vorteile, was Protection angeht. Also, zum Beispiel in dem Kampf, als die physische Bubble gehabt, wäre es gut gewesen. Aber es war zu plötzlich kacke. Aber sonst auf lange Sicht gehen soll ich kämpfen schon. Ja, nach dem Ding, wenn ich dann da weg gewesen wäre, hätte ich erstmal meine Ruhe gehabt. Mit Charge auf Cooldown, den Sprung auf Cooldown. Nur noch der Feral Charge gewesen. Oh. Also das ist die Abgängzeit ein bisschen mehr. Weil da sind so viele Freeze-Effekte. Wie kommen die darüber raus? Weiß ich nicht. Als Krieger bist du auch ständig. In der Nova. Ja, so sieht's aus. Ja, also geht das irgendwie. Irgendwie geht das schon. Feral und Rogue. Ja, wie das scheiße. Okay. Wahrscheinlich auf dem Feral, oder? Oder Priest tatsächlich. Priest dürfen wir eigentlich nicht rein. Auf dem Feral. Den Druiden. Mhm. Wie gesagt. Das hat sie gefunden. Ja. Oh, der Priest hat sie angeschlichen. Oh Gott. Oh shit. Ja, bei solchen Kombos, da sehe ich zum Beispiel ein Problem mit Hexenmeister Mage. Weil wenn der Hexenmeister das Target ist, gegen so zwei Tüttelfüße weg. Boah. Oh Mann. Das kann gut sein, dass sie Full PvE waren. Priest hat auch noch 117 gemacht? Ja. Na, das war nicht in der Nuke-Phase. Die wären wahrscheinlich super blub weg gewesen. Wenn meine Bubble durchgekommen wäre. Ja. Ja, das ist das Krasse bei so vielen Spielern mit der Smoke-Form. Plus zwei Klassen, die, was haben, die halt im Open dann besonders stark sind.
Wenn die dann auch noch PvE waren, reicht es ja, wenn der Rogue sich auf seinen Stunlock konzentriert. Der Feral Party macht. Oh. Also wie überlebt man sowas? Wenn Vanessas Tage ist. Weil ich die Stunts kann ja nicht mehr Hungering Cold einsetzen. Um vielleicht wenigstens an den Rand der Rauchbombe zu kommen. Ja, Hungering Cold ist eh unmöglich. Da wird sie immer unterbrochen. Das ja. Ich glaube, sie wird nicht mal unterbrochen. Einfach gestunt sein. Oder das. Aber ein Sheep könnte zum Beispiel viel eher sein. Nee. Nicht in der Zeit. Wenn zu Cold hätte die gleiche Castzeit. Ja, aber ich muss in die Smoke Bomb erst rein. Das einzige Ding ist, wenn ich nicht zu weit weg bin, kann ich ihr das Schild geben, wenn ich in die Smoke Bomb 1 sprinte. Nein. Aber andere Chance gibt's nicht. Aber zum Beispiel Frost Nova Stun. Die Rauchbombe ist das Problem. Wie lange hält die? Die Nova? Frost Rauchbombe. Weiß ich nicht, guck mal. Und die ist einfach so da oder hat man da irgendwie Voraussetzungen? Ne, das ist ein ganz normaler Cooldown. 10 Sekunden ist die da in einem 8 Meter Radius. Und 3 Minuten Cooldown und ich glaube durch diese Preparation kann der Rogue quasi direkt wieder eine machen. Ich war nicht sicher, ob das damit wirklich geht. Wo steht denn das? Da gibt's schon was, was man da machen kann. Also das wäre zum Beispiel so eine Combo. Zwei Ferals oder zwei Rogues, ein Feral. Völlig unschlagbar. Man kann ja auch ruhig zusammenbleiben, da spricht ja gar nichts gegen, wenn zwei unsichtbar sind. Warum auch nicht? Ja. Und schon ist das Ding nichts mehr wert, wie sieht's aus? Ja, das war Schluss mal für heute.